Gleichstellung und Diversity sind deshalb so wichtig, weil wir alle von Chancengleichheit und gleichberechtigter Teilhabe profitieren, weil wir dadurch die Welt ein Stück gerechter und damit lebenswerter für uns alle machen. Warum gibt es euch? Wir vom Team Gleich unterstützen die Hochschule bei ihrem Auftrag, Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit herzustellen. Dabei geht es darum, die Vielfalt oder Unterschiedlichkeit des Einzelnen anzuerkennen und wertzuschätzen. Es geht dabei aber auch um den Abbau von Barrieren und Diskriminierungen, um den Abbau von Sexismus und Rassismus, die einer gleichberechtigten Teilhabe im Weg stehen. Niemand soll aufgrund seines Geschlechts, seiner Herkunft, körperlicher Befähigung, sexueller Identität oder Orientierung, Religionszugehörigkeit oder aufgrund seines Alters benachteiligt oder diskriminiert werden. Wer ist das Team Gleich? Mein Name ist Vera Meyer-Tragmann und ich leite das Referat für Gleichstellung und Diversity oder abgekürzt einfach Team Gleich. Außerdem bin ich die weibliche Ansprechperson für Fragen im Zusammenhang mit sexueller Belästigung, Diskriminierung und Mobbing. Laut Landeshochschulgesetz ist die Hochschule dazu verpflichtet, eine männliche und eine weibliche Person zu benennen. Ich bin, wie gesagt, die weibliche Ansprechperson. Georg Umlauf ist die männliche. Und seit diesem Semester haben wir mit Lena Link auch eine studentische Ansprechperson für dieses Themenfeld. Zum Team gehören außerdem Grit Roth. Sie leitet die Familienservicestelle. Michaela David ist für aktive Rekrutierung und Berufungsmanagement zuständig. Tamara Bittner hat die Übersicht über die Finanzen und unterstützt uns bei allen anderen organisatorischen und sonstigen Belangen. Wir sind die Mitarbeiterinnen, die genau für diese Belange an der Hochschule eingestellt sind, die Hauptamtlichen sozusagen. Dann gibt es aber auch noch die gewählten Personen. Rebecca Axthelm und Burkhard Lehner, sie sind die Gleichstellungsbeauftragten für den wissenschaftlichen Bereich. Sie werden laut Landeshochschulgesetz vom Senat der HTWG gewählt. Schademan Kalem, sie ist als Beauftragte für Chancengleichheit vom weiblichen, nicht wissenschaftlichen Personal gewählt. Sie führt dieses Amt in einer Nebentätigkeit aus, für die sie geringfügig freigestellt ist von ihrer regulären Tätigkeit im Studiengang Wirtschaftsrecht. Für welche Themengebiete ist das Team Gleich zuständig? Die Arbeit vom Team Gleich ist grob gesagt in zwei Themengebiete aufgeteilt, nämlich Gleichstellung und Diversity. Unter Gleichstellung versteht man grundsätzlich die Gleichstellung der Geschlechter. Bei uns an der HTWG stehen dabei folgende Ziele im Fokus. Die Erhöhung der Frauenanteile in den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind. Das ist bei uns in den MINT-Studiengängen der Fall, bei den Professorinnen und in den Entscheidungsgremien. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Vereinbarkeit von Studium oder Beruf und Familie. Im Bereich Diversity geht es um die Themen Antidiskriminierung, rassismuskritisches Denken, aber auch um Vielfalt, Respekt und die Wertschätzung der einzelnen Personen. Was bietet ihr alles an Unterstützung an? Wir bieten zu unterschiedlichen Themen Unterstützung und Beratung an. Ihr findet uns im Gleichcampus, im G-Gebäude, in Raum 030. Unser Angebot umfasst Coaching und Beratung für die Studierenden, insbesondere für StudentInnen in besonderen Lebenslagen, für die, die mit Kind oder Pflegeverantwortung studieren oder Personen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung. Das Unterstützungsprogramm Studis mit Studis, Coaching für Studentinnen bei Prüfungsangst, Workshops und Veranstaltungsreihen, ein Mentoringprogramm für Studentinnen und ein weiteres für Schülerinnen. Weiterhin gibt es Angebote für Nachwuchswissenschaftlerinnen, die sich für eine Promotion oder für eine Professur in einer Hochschule interessieren. Zum Thema Vereinbarkeit gibt es neben der Beratung auch die Ferienbetreuung. Weitere Adressen, Anlaufstellen und Informationen findet ihr auf unserer Website oder unserem Instagram-Kanal. Schaut gerne vorbei, wir freuen uns auf euch.